Nikolausgeschichte von Peter Phoenix. Es war die Nacht von Nikolaus. Jana war schon ganz aufgeregt. Sie putzte und wienerte ihre Stiefel, bis sie so glänzten, dass man sich darin spiegeln konnte. Dann stellte sie ihre Stiefel und die Babyschuhe ihrer kleinen Schwester vor den Kamin und stutzte. Du, Papa, wie kommt der Nikolaus denn eigentlich in unser Haus? Fragte sie. Na, bei uns auf jeden Fall durch den Kamin, murmelte der Papa und steckte seine Nase wieder in die Zeitung. Jana öffnete die Kamintür, beugte sich tief in das dunkle Rohr hinein und schüttelte den Kopf. Das kann ich gar nicht glauben, dass der Nikolaus da durchpasst. Du wirst schon sehen, meinte Papa. Wenn deine Stiefel morgen gefüllt sind, war er da. Abends lag Jana in ihrem Bett und konnte nicht einschlafen. Sie drehte und wälzte sich in ihn hin und her und beschloss, den Nikolaus zu überraschen. Sie würde schon rausfinden, ob es ihn tatsächlich gab. Es wurde später und später. Jana versuchte, ihre Augen aufzuhalten, doch dann wurde sie auf einmal so müde, dass sie doch einschlief. Plötzlich, es war mitten in der finsteren Nacht, hörte sie ein Geräusch. Ein Scharren und ein dumpfes Rumpeln. Jana setzte sich auf und horchte in die Dunkelheit. Es kam von der Wand neben der Tür. Papa hatte ihr erklärt, dass dahinter das Kaminrohr verlief. Wenn unten das Feuer an war, fühlte sich die Stelle an der Wand immer ganz warm an. Da war doch ganz deutlich wieder ein Rumpeln zu hören. Jana zog schnell ihre Socken an und eilte zur Wand. Wenn sie die Ohren ganz feste gegen die Tapete drückte, glaubte sie auch ein Schimpfen zu hören. Mit einmal gab es ein lautes Rums. Und nun kam der Schimpfen eindeutig aus dem Wohnzimmer. Jana war ein wenig mulmig zumute, aber sie nahm all ihren Mut zusammen und schlich die Treppe hinunter. Als sie vorsichtig ihren Kopf in die Tür steckte, sah sie, wie da gerade ein großer, dicker, schwarzer Stiefel aus dem Kamin baumelte. Jana vergaß ihre Angst. Dazu war sie zu neugierig. Schnell sprang sie zum Kamin und da saß er, mitten in der Asche, der Nikolaus. Sein roter Mantel war über und über mit Ruß beschmiert. Er hustete fürchterlich und schimpfte: Verflucht doch mal! Wer hat denn vergessen, den Kamin sauber zu machen? Damit stieg er aus dem Kamin und zerrte an seinen dicken Sack, der er noch immer feststeckte. Jana staunte. Was machst du denn hier, mitten in der Nacht, kleine Dame? Fragte der Nikolaus erstaunt, während er den roten Mantel abklopfte. Jana fand ihre Stimme wieder. Zitternd antwortete sie: Ich wollte sehen, ob es dich wirklich gibt, ob du wirklich aus dem Kamin kommst. Allmählich wurde ihre Stimme fester und mutiger. Außerdem hast du so einen Krach gemacht, dass ich aufgewacht bin. Sei bloß froh, dass du meine kleine Schwester nicht aufgeweckt hast, sonst hättest du mächtigen Ärger mit Mama bekommen. Der Nikolaus lächelte freundlich. Ach, so ist das. Na, wo du jetzt schon mal da bist, kannst du deinem Papa morgen sagen, dass er demnächst den Kamin sauber machen soll. So, und nun muss ich wohl eure Stiefel füllen. Der Nikolaus holte Filzstifte, Puppenkleider und jede Menge Schokolade aus seinem Sack und verteilte alles in die Stiefel. Jetzt aber schnell ins Bett mit dir, meinte er noch, bevor er wieder in den Kamin stieg und kraftvoll nach oben stieg. Dabei polterte es wieder und es wirbelte die ganze Asche auf. Anna steckte ein letztes Mal ihren Kopf in den Kamin und winkte den Nikolaus noch einmal zu. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Dann ging sie zufrieden in ihr Bett, aber nicht ohne vorher noch ein kleines Stück Schokolade aus ihren Stiefeln zu naschen. Am nächsten Morgen sauste Jana sofort ins Wohnzimmer, um zu sehen, ob es nicht alles nur ein Traum gewesen ist. Und da standen die Stiefel noch genauso prall gefüllt wie in der Nacht. Mama wunderte sich, dass von den Kamin dicke schwarze Fußspuren und überall Rußflecken waren. Das war der Nikolaus, meinte Jana. Mama und Papa schauten sich lächelnd an. Und Mama drückte Papa einen Lappen und den Finger in die Hand. Papa musste vor dem Fußsteg den Kamin sauber machen. Ja, das war jetzt eine ganz kleine Geschichte von Peter Phoenix und die Erzählerin war die sonnige Hex bzw. die kleine Hex. Und ich wünsche allen einen fröhlichen und gemütlichen Nikolaustag.